Ja, schön, ja, der liebe Gott ist mit uns. Also gern fahre ich da jetzt nicht mit, Baby. Lauter alte Weiber. Was sein muss, muss sein, Ines. Ohne Walfer gibt's kein Geld von der Oma. Denk halt an unser Kind und an den Computershop, dann geht's schon. Was ich dir eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollte, ist... Das schaffst du schon, das wird schon. Mach dir keine Sorgen. Dass du mir nicht fremd gehst, da weil ich beim Koloman bin. Wie kommst du denn auf sowas? Na ja, in der Trafik hört man so einiges. Das sind lauter Tratschgeschichten. Hm. Bei dir brauche ich ja keine Angst zu haben, weil du bist ja unter lauter Weibern. Und der Pater ist zwar fesch, aber sagt man auf der verkehrten Seite. Aber? Ja. Also. Aber komm, geh mal, die Mama wird schon ganz ungeduldig, dass dir einen Platz reserviert. Mir wär's lieber, wenn du bei mir sitzen tätst. Mir auch. Mama! Deppert die bei uns Puten. Reißen Sie drum, dass mit einem Pfaffen wohl fahren. So deppert können auch nur Weiber sein. Wollten Sie nicht zurückkehren? Ich bin auch ein Weib, aber nicht mit. Sie sind immer Ausnahme und haben ein Hirn wie ein Mann. Und wem gehört der Koffer? Du schaust mir an, ich fahr sicher nicht mit. Aha, das ist meine! Dann weißt du nicht, wir wollen auch mitfahren. Wenn wir so ein Lachen machen müssen. Ja, bitte, dann steig's ein. Nein, wenn wir fahren können. Wenn wir mitfahren, dann können wir nicht fliehen. Was glaubst du, was wir da alles sehen werden, mein Lieber? Ah, weißt du? So, weißt du, meine. Na, servus. Die Reise wird sicher kein Spaß. Herr Pfarrer, da wird doch noch ein Platz für uns zwei frei sein, in Gottes Namen. Und die liebe Frau Kampenig. Weißt du, das ist die Dame, mit der dein Frauen immer telefoniert hat. Ich heiße schon längst wieder Scholto. Pardon. Und der Platz ist belegt. Na, vielleicht ist das Platzerl in Gottes Namen. Nein, da sitzt auch schon jemand. Ah. Überhaupt, Hunde dürfen gar nicht mit. Die haben keine Seele. Natürlich hat mein Basti eine Seele. Und was für eine. Da könnten sich gewisse Damen eine Scheibe davon abschneiden. Hm? Wow! So, haben Sie das jetzt gesehen? So eine Frechheit! Meine Damen in Christo, bitte, denken Sie an die Worte unseres Herrn. Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Auch ein Hunderl ist ein Geschöpf Gottes. Oh, bravo, bravo. Vielleicht ihm näher als wir armen, sündigen Menschen. Das ist ein Pfarrer. Also ich tat meine Frau nie wohl fahren lassen. Gut, sie glaubt eh an nichts. Aber ich glaube nur an den Karl Marx. Weil der gesagt hat, Wissen ist Macht. Ja, für die Roten höchstens Ohnmacht. Aber ihr Sozialdemokraten habt den alten Marx seit dem seligen Kreisky ohnehin nicht mehr. Na, ich bin schon in einem gewissen Sinn gläubig, weil wenn der Herrgott uns und alles andere nicht erschaffen hätte, wer denn dann? Ne? Wir sind durch Evolution entstanden. Das hat Leibniz, allerdings in mehr christlichem Sinne gemeint. Ah, Leibniz, Ist das der was auch die Kekse erfunden hat? Wohl kaum. Den Leibniz, den ich meine. Der Leibniz und Kekse, das ist ja zum Schreien. Gneis, aber wenn Sie das vor Ihrer Ordensverleihung irgendwem gesagt hätten, hätten Sie nie einen Orden gekriegt. Der Leibniz und Kekse. Was lachen Sie denn da, Schaltl? Sie wissen ja auch nicht alles. Aber immerhin doch einiges, ne? Ja, aber unwichtige Sachen, wie zum Beispiel in Leibniz, der keinen Hund interessiert. Sie wissen zum Beispiel auch nicht, was für eine neue Ausstellung ich im Hirn habe. Ui, das wird eine werden. Was denn für eine, ne? Ja, das weiß vorerst nur mein Diamanthirn. Ne? Noch wer? Wissen Sie irgendwas, Monika? Herr Gneis hat mir nichts gesagt. Ich habe wirklich nicht die Spur von einer Ahnung, Herr Scholtl. Ja, wem haben Sie es denn gesagt? Wer ist dieser Nochwer? Ja, das werden Sie schon noch erfahren, wenn es soweit ist und wenn es spruchreif ist, Scholtl. Ich bringe das schon mal in den Keller, ja? Machen Sie das, Monika. Scholtl, wissen Sie,
eine junge, fesche Frau, die was die Rundungen dort hat, wo sie hinkehren und was ein gewisses Kunstsinn und ein Verständnis hat. Unsere Monika, ne? Ja, schon, aber die kommt für mich nicht in Frage, weil ich brauche eine Dame, die nicht im Museum arbeitet. Für was denn? Ja, das hängt mit meiner Ausstellung zusammen. Ich und noch wer, wir suchen eine junge, attraktive Frau, die was nicht bekannt ist und aus dem Bezirk muss auch sein und manchmal halt, also ich meine, ein bisschen ohne was, knockert halt. Jetzt habe ich schon zu viel verraten. Jetzt bringen Sie keinen Ton mehr aus. Also pass auf, da mache ich nicht mit. Ich führe keine Piepshow oder ein Bordell, sondern ich führe ein Museum, nicht? Ja. Dann mache ich die Sensationsausstellung heute ohne Ihnen, nur mit der Monika. Aber Ihr Name kommt dann auch nicht aufs Plakat drauf. Nein, nur über meine Leiche und Orden werden Sie auf die Art und Weise nie ankriegen. Nie. Erst, Theresa, kannst du später in den Stall führen. Wieso? Ich habe was zu reden mit dir. Wieso, ja, ich wollte ja mit dir reden. Ich möchte mit dir reden, weil man so stirbt. Ja, ich stehe mir sehr auf die. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen wegen Liesel. Okay. Vergiss die Alte. Aber wenn ich nur ein halbes Jahr jünger bin wie dir, aber ich hab da doch viel mehr zu bieten. Jetzt hast du das Leben vor dir. Du brauchst eine Frau wie mich, weil ich was aus dir machen kann. Putzadl. Ja, komm einmal. Ja. Na komm. Was, aber ich muss die Patrizia in den Stall bringen. Okay. Vergiss das auch nicht, PS. Ja, komm. Was willst du denn? Na komm einmal. Ja. Der fährt dir. Was? Der Schlüssel? Jetzt haben den dazugehörigen Gefährt. Weil als Bordunternehmer brauchst du einen passenden Wagen. Der ist für den... Bitte! Das kann dir der Liesel nicht bieten, was? Das ist ja super geil. Geil. Fahren wir hin? Ja, was du willst. Na, ist das super? Na, so ist gut, ne? Das Fall und den Stichen und die Raven auf. Was der so schnell fahr, mir schon ganz schlecht. Meinem Wasti auch. Sonst wäre er nicht so unruhig. Wenn der aufhören will zum Bild, dann wäre er schon raus. Genau. Das Mistviech soll das Maul halten. Bitte, Schwester, wir reden. Die Tiere äußern sich eben auf ihre Weise. Aber Maul halten hat kein Viech gesagt, sondern ein Bischof. Was denkst du, wie war davor? Mein Gott, Basti, was ist denn mit mir? Tod hätte man sein können, der Basti und ich. Und der Pfarrer auch noch auf uns drauf. Wenn die Wolfgang so anfängt, hätte ich am liebsten gleich wieder nach Hause fahren. Was wäre gewesen, wenn wir nicht ausweichen hätten können? Hat aber können, weil der liebe Himmelvater und der heilige Koloman wissen, dass wir kommen, hat er unser Schutzengel mitgeschickt. Ja, das wird sein. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Denn diese Weiber von einem Schutzengel. Das sollen schon wissen. Der Bus hat ausweichen müssen, na, ist eh nichts passiert. Vorläufig. Ein Seerestaurant mit einer Seeterrasse. Das wird gut hierher passen. Mhm. Allerdings bräuchte das eine Umwidmung und die Geschossflächenzahl müsste man geringfügig erhöhen. Und es bringt rund 20 Arbeitsplätze. Kostet der Gemeinde und dem Bezirk rein gar nichts. Das war nicht schlecht. Und für den Bezirk war es auch gut. Ich muss aber auf alle Fälle die Pläne sehen. Das können Sie bis auf Sie, Tüppelchen, Frau Bezirksrätin. Ich habe da aber was ganz anderes für Sie. Einen neuen, einwandfreien Pachtvertrag. Ah. Das Schutzhaus. Ja. Müssen wir aber leider die monatliche Pachtsumme im Zuge der Valorisierung um 10% erhöhen? 10%. Na, das geht. Und? In der Kaution steht auch nichts mehr drin? Nein, ich habe den Eigentümer überzeugen können, dass das nicht notwendig ist. Ich habe erzählt, dass die Familie Gstädtner das Schutzhaus zur vollsten Zufriedenheit der Gäste geführt hat. Und natürlich habe ich nicht erwähnt, dass der Herr Gstädtner im Augenblick sowas wie absent ist. Ich hoffe, wir zwei sind jetzt sowas wie befreundet, Frau Bezirksrätin. So was wie? Und ich hoffe, dass Sie auch weiterhin meine Bemühungen im Bezirksrat unterstützen.
Wenn ich es moralisch vertreten kann, ja, weil linke Sachen mache ich natürlich nicht. Aber davon war nie die Rede, Frau Bezirksrätin. Immer nach den Vorschriften, den Gesetzen und den Richtlinien der Gemeinde Wien. Und das ohne Ausnahme. Dann ist es ja gut. Also? Kann ich Sie noch irgendwohin mitnehmen? Na danke, ich wohne praktisch ums Eck. Also, Wiederschauen. Wiedersehen. Sie sind eine nette, attraktive, junge Frau. Aber was haben Sie denn bis jetzt für Tätigkeiten ausgeübt? Ich meine, ich bin ja kein Supermarkt oder verkaufe Kaffeehäfern, sondern ausgewählte, oftmals auch recht teure Schmuckstücke und Markenuhren. Ich habe bis jetzt verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel war ich jahrelang Geschäftsführerin in einem Kaffeehaus, bevor ich geheiratet und die Kinder gekriegt habe. So, Geschäftsführerin in einem Stadtcafé? Nein, in Kaisermühl. Aha. Ja, und Sie haben Kinder, sind verheiratet, Frau Schimmel? Ja, zwei, den Gusti und die Leonor. Aber die wird in den Kindergarten und in die Kinderkrippe gehen. Ja, und Ihr Gatte, Frau Schimek, was ist der vom Beruf, wenn ich das fragen darf? Der ist Kriminalbeamter im Korps 20. Verzeihung, Korps? Kommissariat. Die Insider sagen halt alle nur Korps dazu. Ach, verstehe. Na ja, also einverstanden. Ich stelle Sie zunächst einmal für 3 Monate zur Probe ein, damit Sie sich einarbeiten und ich mich von Ihren Fähigkeiten und Umgangsformen überzeugen kann. Sind Sie damit einverstanden? Aber sicher. Und da wäre dann vielleicht noch eine kleine, etwas persönliche Frage. Wäre Ihr Gatte mit Ihrer Tätigkeit bei mir einverstanden? Bei Ihrer Vorgängerin, da war das nicht ganz in Ordnung. Ihr Mann war dagegen, dass sie arbeitet und deswegen hat er immer Schwierigkeiten gemacht. Mein Mann ist dafür, dass ich auch arbeite. Da erstickt man ja. Muss die katholische Kirche mit einem hinnigen Bus fahren. Wir müssen uns auch nach der Decke strecken, Schwester. Ja, aber die Monsignores fahren in Mordstrom, Mercedes und Rolls-Royce. Beruhigt euch, wir kommen sicher rechtzeitig nach Dobersberg. Ja, aber wann? Und du in deinem Zustand solltest nicht in der prallen Sonne herumstehen. Was haben Sie für einen Zustand? Gar keinen, ein bisschen nervös ist sie halt. Sie brauchen mir nichts zu sagen. Ich zelebriere meine Muschelrituale und erfahre dabei alle. Hey. Schaut nicht so gut aus. Allein kriegst du es nicht hin. Und heute schon gar nicht. So was war noch nie. Der Bus ist zwar alt, aber bestens gewartet. Gibt's hier irgendwo in der Nähe einen Mechaniker? Na, freilich gibt's den. Auch ein Hotel, wo die Damen übernachten können. Sagen Sie den Leuten, Sie sollen auf meinen Anhänger steigen, dann bringe ich es hin. Ich danke Ihnen, Herr. Hauhacke. Hans Hermann Hauhacke. Vergelt's Gott. Also bitte, meine Damen, steigen Sie alle auf den Anhänger. Der Herr Hauhackel ist so freundlich und wird Sie in ein Quartier bringen. Der Sport hat uns seinen Weg gezeigt. Gott hat uns einen Weg auf den Anhänger. Was war denn? Ich bin über eine Stunde gewartet. Ja, was soll ich machen? Den Weibern ist ja dauernd schlecht worden. Aber jetzt sind wir ja da. Ja, ich verstehe das nicht, meine Damen. Der Bus, der rennt doch sonst wie ein Glöckel. Der hat was Unerklärliches. Unerklärliches gibt es nicht, aber ich fühle, hier hat ein Inkobus seine Hand im Spiel. Heißt das nicht Imbus? Das ist doch ein Schraubenschlüssel. Ein Inkobus ist ein Dämon, der eine Beziehung mit einer Frauensperson hat. Was? Halt eine Beziehung. Eine von denen treibt's mit einem Dämon. Oder vielleicht sogar mit dem Leibhaftigen. Sag mal, was schaust du mich dabei so an? Glaubst du vielleicht, ich habe ein Verhältnis mit dem Teufel? Ja, mich brauchen sie auch nicht anschauen. Vielleicht haben ja sie was mit ihrem Hundstief. Und in dem ist der Teufel. Der versteckt sich gerne in sowas harmlosen. Vater, das brauchen Sie gar nicht zuhören, was? Sie wissen, dass mein Basti ja kein Teufel ist, sondern ein unschuldiges Hundel. Aber für die anderen, da lege ich nicht meine Hand ins Feuer. Jetzt reicht's aber, Sie! Bitte hören Sie doch auf! Ich bitte Sie kniefällig, seien Sie ruhig! Lasset uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Finden Sie nicht, Fräulein Monika, dass Geheimnistuerei in unserem kleinen Museum eigentlich keinen Platz haben dürfte? Nicht? Ich meine jetzt die, natürlich die dienstlichen Geheimnisse, nicht die kleinen privaten. Wollen Sie mir damit etwas sagen, Herr Scheutel? Was ich Ihnen sagen? Na, viel lieber sollten Sie doch mir was sagen, finden Sie nicht? Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe Herrn Gneiser nur eine Liste von Künstlern vorgelegt. Ja, und ein Name hat ihm ganz besonders gefallen. Ein Name? Naja, vielleicht könnten Sie zumindest die Andeutung eines Namens. Ne? Hoch und heilig habe ich ihm versprochen, dass ich nichts weiter sage, außer... Außer? Außer es ist Gefahr im Verzug. Und wann ist das? Na, das schaut der Herr Kollege von der anderen Fraktion mit ja. Begleitung. Grüße, Kollegin Schimek. Ja, ich bin heute mit meiner Mitarbeiterin aus dem Museum hier. Wir haben noch zu arbeiten. Arbeiten? Ja. Schön, dass da so fleißige Leute gibt. Richtig, ne? Kommen Sie, Frau Kollegin. Wir haben noch Berge von Arbeit vor uns. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Servus. Ja, das ist ein Früchterlärz. Da kam die Johanna Wohlfahrt und schon arbeitet sie bei einer anderen rein. Anpacken tun beide, der Scheutel und der Gneiser. Also? Aber die junge Dame ist gescheit, die weiß, wie es die beiden zu nehmen hat. Na, hoffentlich. Naja, wenn er Freude hat, so mehr wird es eh nicht reichen. Jetzt, apropos Freude. Also, heute habe ich mit dem Verwalter gesprochen. Ich weiß. Stell dir vor, der war schon da. Aha. Und ich habe schon unterschrieben. Gitti. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Na, gar nicht. Also, für was bin ich Bezirksrätin? Dass ich für die Leute da bin. Grüß dich, der Marie ist schon schade. Der serviert schon. Helfen will er mir halt. Weil er sieht, wie man die Arbeit über den Kopf wächst. Und jetzt wird es ja noch viel ärger, weil die Milanka, die braucht auch mal ihren Urlaub. Ne? Aber mit dem neuen Pachtvertrag kannst du doch wen einstellen. Du hast leicht reden, wen denn? Platz da! Der Urlaub kommt doch erst morgen, oder? Überhaupt, das Fuß war doch noch nie da. Halt, warten Sie mal! Bleib stehen! Warten Sie doch! Nee, bleib stehen da! Sie kenn ich doch! Mich kennen viele Leute. Ich sei von der Müllabfuhr. Roboti, Roboti! Na, ich kenn Sie von woanders. Diese Visage. Sie sind der Schöbester. Dann kennen Sie mich halt. Aber trotzdem bin ich jetzt ein Mieskübler, ne? Und dafür verkleiden Sie sich? Ich hab halt einen Spaß gemacht, ne? Aber scheinbar ist das in dieser depperten Anstalt nicht erlaubt. Was ist denn da drin in dem Container? Ja, was wird drinnen sein? Ein Trick! Na, machen Sie auf den Deckel. Deckel? Gerne. Aha. Kommen Sie raus, Semmel. Doktor Semmel, bitteschön. So viel Zeit muss sein. Da ist der Herr Doktor sehr heikel, ja? Guten Tag, Frau Doktor. Bitte, wir haben nur eine kleine Spazierfahrt unternommen, weil der Herr Doktor schon so müde war. Sie verschwinden jetzt oder ich rufe die Polizei. Ja, bitte, wir haben uns ja nur ein Hetz gemacht, weil jetzt Fasching ist. Ne? Fasching? Jetzt? Mitten im Sommer? Also bei so einer schlechten Ausrede könnte man Sie ja wirklich für verrückt halten. Ja, bitte, das wäre mir sehr recht, Frau Doktor. Da könnte ich vielleicht gleich da bleiben. Aber da wir wissen, dass Sie ein hochgradiger Simulant sind, kommen Sie höchstens ins Gefängnis. Und Sie melden sich jetzt bei Ihrer Stationsärztin. Gehen Sie unter die Dusche. Nie mehr heraus, wir haben kein Geld. Verschwinden Sie endlich! Nie mehr. Du bist Scherzte. Auf der anderen Seite erklären Sie mir verrückt. Und auf der anderen Seite schmeißen Sie ihn einfach raus hier aus der Anstalt. Ihr seid alle blim blim. So, meine Damen, und jetzt folgen Sie mir unauffällig. Und oben am Dachboden können Sie schlafen. Was heißt am Dachboden? Haben Sie denn kein Einzelzimmer für mich und den Basti? Dort oben sind 20 Notbetten für wenn eine Atomkatastrophe oder ein Hochwasser ist. In der Hundsficht darf er aber nicht auf. Das muss entweder draußen am Hof oder bei meinem Rolf in der Hundshütte schlafen. Wann er sie mit ihm vertragt. Nein, dann schlafe ich auch nicht oben. Nein, Basti, dein Frauel bleibt bei dir. Ja, da haben sie recht, schlafen sie gleich bei ihm in der Hundshütte. Bitte, liebe Schwestern in Christo. Moment,
20 Betten, wir sind aber, also die Frau Kaisermann, was die jetzt abgehängt, wir sind 22. Das stimmt schon, Schwester. Der Herr Chauffeur und ich, wir werden im Bus übernachten. Ja, und ich und der Basti auch, ja. Ich weiß nicht recht, ob na das... Na gut, dann soll die Frau mit den Kreweggel von Hund halt da in der Schankstube schlafen. Man ist ja kein Unmensch. Ja. Dem Ingo-Teufel. Ja. Wir alle waren schon x-mal Wallfahrten. Noch nie ist was gewesen. Und jetzt, wie die Hundsmutter dabei ist, geht alles daneben. Zecke! Kleinkarierte Zecke! Jetzt hatschen Sie mir da nicht ins Maus, Sie sind mir ja überall dreht. Ich hatsche nicht, ich schwebe, gnädige Frau, über die Fliesen. Aber wo schweben? Wollen Sie sich nicht da versichern lassen? Für was? Bin ich versichert bei der Gemeinde? Nicht für was, sondern gegen etwas. Gegen den Asteroiden, der auf unsere Erde zuschwebt. Was heißt schwebt? Zu rast. Und wenn der da ist, dann wehe den Nichtversicherten. Schauen Sie, die Frau Horacek und der Herr Hoffmann haben sie gerade versichern lassen. Also sagen Sie, wer schwebt oder rast auf uns zu? Ein Astronaut? Ein Russ oder ein Amerikaner? Kein Astronaut, gnädige Frau, sondern ein Asteroid. Das ist eine riesige Gesteinsmasse, die durch den Weltraum rast. Und zwar genau auf unsere Erde zu. Da wird doch nicht gerade über Kaisermühlen runterfallen, hm? Ist völlig egal, wo der runterfällt. Wenn der nämlich auf die Erde trifft, dann werden die meisten von uns, bis auf ein paar Ausnahmen, zerschmettert. Und die nicht zerschmettert sind, die werden verbrennen. Durch die Urmasse, die dann ausbricht. Was für eine Urmasse? Was geht denn das uns an? Das geht uns sogar sehr viel an. Die Urmasse, das sogenannte Magma, ist ja bekanntlich mindestens so heiß wie 1 Million Sonnen. Ja, und wo soll das sein? Das ist genau unter uns. Unter unseren Füßen im Erdinneren befindet sich dieses Magma. Und wenn das aufbricht, dann bleiben von den Milliarden Menschen, die wir bekanntlich sind, höchstens 500 oder vielleicht 600 Menschen übrig. Also ich hätte mich versichern lassen an Ihrer Stelle, so wie die Frau Horacek und der Herr Hoffmann und Herbert Kaisermühl, bevor es zu spät ist. Also wenn ich hin bin, dann bin ich hin. Ne? Kann man ruhig kommen, dieser Astro, der Brocken halt. Ne? Ich freue mich nicht mehr, ob ich meinen Reine. Jetzt brauche ich eine Versicherung. Naja, ich kann es Ihnen eh nicht einreden, aber wenn Sie vielleicht doch noch Lust hätten, ich könnte Ihnen eine günstige Kondition anbieten. Und zwar wäre das der kleine Asteroid. Also bitte verschwinden Sie, also gehen Sie endlich, ja. Renn mit seiner Druckschen zur Matschkantät. Du, ich glaub, der Pater Zephyrin steht ein bisschen auf dich. Gebiet. Ja, ja, du, ich kenn mich aus, wenn einer so schaut. So. Das ist wie der Richard Chamberlain in die Dornenfelder. Du spinnst ja. Und wenn, dann ist mir das wurscht, dann möchte ich das gar nicht wissen. Ja, manchmal ist es eh besser, wenn man nichts weiß. Überhaupt, was die Männer angeht. Also manchmal sind die Männer schon zum Vergessen. Da rennen sie von Pontius zu Pilatus, nur um dich zu kriegen. Und dann, wenn sie dich haben, dann lassen sie sich hängen wie einen nassen Waschlappen. Also da ist der Baby schon anders. Der ist da irgendwie braver. Naja, ich weiß nicht. Man redet ja nur, aber ich weiß nicht, ob das Leben mit einem echt braven Mann wirklich so schön ist. Die sind doch auf die Dauer ein bisschen fad. Hey, hey, gib dir meine Jacken, hörst. Danke. Du verkühlst dich ja noch und unser Putzerlauch. Ja, da wollte ich eh schon mit dir reden. Und mit der Mama und mit dem Baby. Was denn? Naja, ich glaube, na, ich weiß, das mit dem Kind ist ein Blödsinn. Das mit dem Kind ist kein Blödsinn. Nein, ich meine, ich krieg kein Kind. Was? Naja, ich war beim Arzt und der hat festgestellt, dass da nichts zum Feststellen ist. Da ist mir wahrscheinlich irgendwas Deppertes beim Schwangerschaftstest passiert. Oder ich habe das Kind ganz früh verloren. Du
Es tut mir aber leid. Und der Peppi? Der weiß es noch nicht. Ich habe es ihm noch nicht gesagt, weil er nie Zeit hat. Er ist ja so beschäftigt mit dem Computergeschäft. Und deswegen habe ich auch so ein schlechtes Gewissen. Ich bin ihm nur auf diese depperte Wallfahrt mitgefahren, weil es der Oma so gefällt, in der Hoffnung, dass der Peppi dann das Geld für das Geschäft bekommt. Nein. Ich bin ja auch nur mitgefahren, damit der Murli, der Erwin und ich eine Ruhe haben. Aber deswegen musst du kein schlechtes Gewissen haben. Und wenn das Geld wirklich nur fürs Geschäft ist, dann ist ja eigentlich egal, ob das Kind jetzt nicht da ist oder erst in einem Monat. Also du meinst... Von welchem Kind reden wir denn? Die Frau Kaiser, was Sie schon wieder hören. Sie hören das Gras wachsen. Ah ja, natürlich. Ja. Ich höre ja schon schlecht. Mein Gott, mein armer Basti, der ist von diesen großen Haufen, von den Kühen, ist er so verstört. Er hat Angst, weil er sappert. Na dann gehen schnell hinein, Frau Kaiser, sonst kommt der Förster und glaubt, der Basti hat Tollwut und er schießt ihn. Nein, bitte. Na, das wäre ja was. Mein Gott, wenn man noch auf so ein armes, komm, Vasilev, komm, unschuldiges Hund schießen würde. Hoppili, hoppili, hopp, 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 na, hoppili, 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 hoppili. Ich kann Ihnen nur den Rat geben, Ihrem Herzen zu folgen. Wenn Sie die jungen Leute unterstützen wollen, tun Sie es. Es wird Ihnen dreifach zurückgegeben. Ich kenne meinen Enkel nicht. Eine faule Frucht, wie der Vater. Da ist doch auch ihr Eigenfleisch und Blut. Ja, leider. Naja, also verdorben hat ihn ja eigentlich nur dieses Kaisermühlner Gesindel, das keine Gottesfurcht kennt. Nun, seien Sie versöhnlich. Denken Sie daran, wie unser Herr die Dinge entscheiden würde und Sie werden einen gangbaren Weg finden. Guten Abend. Er kann leicht reden. Ist ja nicht sein Geld. Eine gute Nacht wünsche ich den Damen. Gute Nacht. Träumen Sie schön. Ja, gute Nacht. Ich denke so. Wiedersehen. So, haben Sie noch eine Frau gesehen? Ja, schon, hunderte. Aber wissen Sie, ich suche eine ganz bestimmte Frau. Was könnte eigentlich gehen? Nockert wird die Eva im Paradies und mit Blut bespritzt und statt der Schlangen Gedärme von einem Viech. Ja. Ich bin der Direktor Gneisser vom Bezirksmuseum. Und ehemaliger Bezirks- und Bundesrat in Ruhe. Kennen Sie eh? Was wollen Sie? Möchten Sie sich nicht für eine künstlerische Aktion eine Orgie zur Verfügung stellen? Wie bitte? Ja, eine Blutorgie von einem international anerkannten Künstler. Sie müssten ihn da einfach nur so mit Blut und Gedärme bespritzen lassen und kassieren dafür anständiges Honorar. Was sagt denn eine Frau dazu? Die kenne ich nämlich auch. Meine Frau? Ja, Ihre Frau. Und die werde ich jetzt anrufen. Und ich werde ihr sagen, was Ihr Mann für eine perverse Drecksau ist. Ich bin nicht pervers. Ich will Ihnen doch nur als Präsentatorin für eine Mysterienorgie in mein Museum. Und die mache nicht ich, sondern der international anerkannte Künstler Nietzsche. Was machen Sie denn? Ihre Frau anrufen. Ja, aber warum denn? Ich habe Ihnen doch nur als Künstler gefragt. Und Sie müssen es ja nicht tun. Wenn mein Mann jetzt da wäre, der würde sich standardbitte rausschmeißen. Sagen Sie mal, wollen Sie nicht zahlen? Ja. Aber so geht's bei uns, der Kunst. Kein Animo in ganz Kaisermühlen für gar nichts. Und kein Sinn für was Höheres. Kannst du mir lieber, ich war perfekt für jede Orgie. Erst, ich mach auch mit bei der Orgie. Für ein paar Doppler kannst du mich als Blunzen ausstellen. Mir geht's wie dem Nietzsche. Keiner versteht mich. Das
sind aber gesalzene Preise für eine Herberge wie diese. Sind Sie froh, dass überhaupt was frei war? Normalerweise ist um die Zeit alles voll mit Asylanten. Freilich ja, da muss man froh sein. Bitte. Danke und vergelt's gut. Wünschen Sie uns ein gutes Vorankommen. Auch das. Das nächste Mal kommt's pünktlich. Ja, ja, ich werde mich bemühen, Herr Hauhackel. Nicht deppert sein. Fehlt noch jemand? Ja, die Kaiser mit ihrem Hundsvieh. Ah, fahren wir ohne die. Ja, bitte, wir müssen auf sie warten. Sicher wird sie gleich kommen. Na, die kommt nicht. Die hat gesagt, sie fährt lieber zurück nach Kaisermühlen. Die hat sich ein Taxi kommen lassen und ist fort. Das Hunderl auch. Ach so? Das habe ich aber nicht gesehen. Na, das war ganz zeitlich in der Früh. Das Taxi war, glaube ich, ein weißer Mercedes. Merkwürdig. Sowas? Nun, wie immer, jeder Mensch hat seinen eigenen Willen. Bitte einzusteigen. Wir können, in Gottes Namen. Wo ist denn der Bus? Weg. Was heißt weg? Na, dahin. Was heißt weg dahin? Na, fort, Papa. Weil die eine Frau hat gesagt, sie wollen nicht mehr mit und sind mit dem Taxi nach Wien zurückgefahren. Was, eine Frau hat das gesagt? Aber ich habe doch niemandem ein Wort gesagt. Mein Gott, dann fährt doch unser Gepäck nach Dobersberg mit. Oh. Und dein ganzes Frohlich-Wastelein, was du so gerne hast. Nein. Wo ist der nächste Gendarmerie-Posten? In Behamhofen, 20 Kilometer. Gut. Aber den haben sie zugemacht, die Wiener. Was? Mein Gott. Und ich hab nicht einmal das Handy mit mir. Bei mir können sie eh telefonieren. Pro Minuten 20 Schilling. Ja, was? Ja, schauen sie nicht so. Umsonst ist er tot. Und der kostet das Leben. Pro Minuten 20 Schilling? Das ist ja Wucher. Reinste Wucher. Was die... Was machen die Leute mit uns hier? Schön ist da. Und in Dobersberg sind wir auch bald. Du, hat das eigentlich gestimmt mit der Kaiser und mit dem Taxi und das Ganze? Aber wo? Aber jetzt haben wir unsere heilige Ruhe. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit, Amen. Da sind sie. Und ich suche sie schon die ganze Zeit, Gneisser. Ja, und dann mit der Strecken. Ich kann denn der Mensch nie eine Ruhe haben? Muss er denn überall verfolgt werden? Moment, ich verfolge sie nicht. Ja, ich möchte nur mit Ihnen reden. Ja, so momentan. Ja. Sie haben den ganzen Tag im Museum Zeit, mit mir zu reden. Aber nicht das, was ich hier jetzt unter vier Augen mit Ihnen zu reden habe. Mir ist nämlich hinterbracht worden, was Sie sich als neue Ausstellung ausdenkt haben. Ja, das ist wirklich schändlich, Gneisser. Ich muss Ihnen sagen, unser Museum ist doch kein mir fehlen direkt die Worte. Der Nietzsche, ausgerechnet der Nietzsche. Von wem haben Sie denn das? Von der Brandweinerin oder von der Monika? Es war eben Gefahrenverzug und da hat das, es ist doch wurscht, von wem ich das hab. Wie kommen Sie nur auf diese blödsinnige Idee, sich mit dem Mitch einzulassen, Gneisser? Einer, der hinten und vorn alles mit Blut und mit Exkrementen beschmiert. Also mit auf Deutsch gesagt, mit einem Scheißdreck, da macht der Nietzsche überhaupt nichts. Das war doch der, ist ja wurscht, wer das macht. Aber alle Leute fressen sich mit geschlachteten Viechern ein Wampenwerer E-Chaos an und da gingen Milliarden Viecher drauf. Und nur wenn der Nietzsche alle paar Jahre mal einen Ochsen schlachtet oder für mich, fürs Museum, ein kleines Schweinderl, dann machen die Leute Theater, als wenn die Welt untergeht. Hat. Außerdem, Gneisser, außerdem lässt der Nietzsche bei Orgien Nackerte auftreten, ja? Und hängt ihnen Gedärme ans Sumpferl. Ja, aber nur den Männern, Schüttel. Nur denen. Bei den Weibern, da. Aber ich sehe, was rede ich denn? Es ist eh alles für die Katz, weil
Das ganze Projekt ist eh gescheitert, weil der Nietzsche so ein Honorar verlangt, dass ich für den 200 oder 300 Wasser gekriegt habe für eine Ausstellung. Aber in 100 Wasser frage ich gar nicht, weil diese Ringel- und Schlangenlinien, die kann ich mal in meinem Museum selber mal einschütteln. Kneißer, sag's nicht immer mein Museum, ja? Ein bisschen gehört's auch mir. Ja, Sie kennen ihn das Ganze gehalten aufs Ganzeste. Mir gefällt das Leben eh nicht mehr. Weil meine Frau zu mir gesagt hat, ich bin hinnig im Kopf und hab so Sadomacho-Fantasien wie alle die denen er halt manchmal nicht mehr so steht. Ist am liebsten hat ich so eine helle Hupf mit den alten Donau. Und mach's nicht so kalt lang, ey. So, also, gestohlen wurden. Ein Koffer, drei Packungen Hundefutter, Frohlig. Gut, dann eine Bluse, Unterwäsche. Für Sie oder für den Hund? Also hören Sie, ich bin praktisch überfallen worden und Sie grinsen mich beleidigend an, das war Raub. Mit anschließender Fahrerflucht und Sie sollen nicht da so blöd herumsitzen, sondern Sie sollen, also wirklich, Sie sollen den Chauffeur verhaften und die gesamte katholische Bagage mitsamt dem Fahrrad dazu. Ja, wissen Sie, bevor ich überhaupt irgendwas verhafte, muss man wissen, was passiert ist. Also Sie haben praktisch eine Wahlfahrt. Also, Herr Kuchenbäcker, wir haben hier einige Beschwerden, dass Ihr Herr Berghofer Versicherungen verkauft, die nicht ganz astrein sind. Also, Herr Inspektor, da kann ich Ihnen versichern, der Herr Berghofer wollte sich nur ein bisschen was dazu verdienen. Gell? Und außerdem, ich kann Ihnen versichern, ja, dass ich noch nie einen Klienten gehabt habe, der sich aber sowas von bemüht hat, einen Job zu bekommen wie der Herr Berghofer. Gell? Das muss ich wirklich sagen. Ah ja. Indem das er kommt, dass aus dem Häfen wieder heraus ist, die nächste Scheiße baut. Indem er irgendwelchen depperten Weibern eine linke Asteroidenversicherung verklopft, die nur in seiner Fantasie existiert und auf irgendwelche Graspapiere. Nein, es handelt sich. Du redner, wenn du gefragt wirst. Bitte, Herr Inspektor, ich möchte Ihnen sagen, dass auch ich, ja, jetzt rein vom wissenschaftlichen Standpunkt her, durchaus auch diese Asteroidentheorie vertrete. Da könnte ich Ihnen aber super Konditionen machen. Außerdem haben wir da noch diese blöde Geschichte, dass da irgendjemand einer Bootsvermieterin richtiges Melken beibringen hat wollen. Nur, dass sie dabei den Ring vom Finger zog. Also da muss ich wieder leider wirklich fragen, Herr Inspektor, was hat denn das mit dem Herrn Berghofer zu tun? Also? Überhaupt nichts. Nur, dass die Personenbeschreibung, die die Bootsvermieterin abgegeben hat, haargenau auf ihren Herrn Berghofer passt. Naja, sie hat gesagt, ein kleiner Plader. Also bitte. Ja, das kleiner Plader. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, das könnte ja sein. Ja. Also da ja. Sehen Sie bitte daran schon, ja. Die Sache ist rein an den Haaren herbeigezogen, ja. Eine reine Behauptung, ja. Und außerdem, was also jetzt diese Asteroidenversicherung da betrifft, bitte sehr, das ist ja eine Lappalie, ja. Das sind ja Peanuts. Da zahlt sich doch bitte sehr eine Untersuchung überhaupt gar nicht aus. Ja, schon gut, Herr Kuchenbäcker, ich lasse mich eh aus, den Hirfler. Allerdings nur unter der Bedingung, dass er sein Versicherungsschmäh auf der Stelle anstellt. Und das wird zwar so nicht missverstehen. Das nächste Mal lasse ich die Kleine ins Landesgericht einliefern. Soll sich auf dem mit die Ablung. Leg das Feuerzeug da her! Feuerzeug? Was für Feuerzeug? Was für Feuerzeug, sagt er? Ja, darf das wahr sein? Ah, da, nein, das Feuerzeug! Das, ich wollte ihm gerade Feuer geben. Ja. Herr Kuchenbäcker, wissen Sie was? Nehmen Sie den Hefler mit Hammer, stellen Sie mir in der Vitrine, wenn Sie eine haben. Ich will ihm nicht mehr sägen. Ich nehme das nicht. Danke sehr, Herr Inspektor, gell? Abflug! Wir schauen, das sehen wir. Gibt's denn sowas auch? Ich pack das nicht. Wir sind da! Schauen ja voll zu aus. Das kann aber kaum der Heilige Geist gewesen sein. Die können nicht besoffen. Schaut euch die Mama an. Die müsste einen Virus oder sowas erwischt haben. Die Mama war so lustig, Maggie. Du bist ja voll besoffen, Schatzi. Und das in deinem Zustand. Psst, nicht so laut. Das muss ja nicht jeder wissen. Du hast nie gesehen, nie gesehen. Mama, um Gottes Willen, was ist auf dir getrunken? Wo bist du denn hin? Ich zu meinem Sohn. Ja, ich bin doch da. Mama, hier steht dein Bub, Mutter. Vater. Kein Vater, sein Engel. Was ist eigentlich passiert? Nix, Bruder Scheutl. Die haben fromme Lieder gesungen. Und dann sind wir in die Außenstation gegangen. Wie schlecht, oh Gott. Wie das schlecht. Ist mir so gut, wie schon lange nicht. Weißt du, mir ist nämlich da
in dem Bus ist mir eine Idee gekommen. Die was mir nur dieser heilige Dings, der heilige Skolo, was da mir eingegeben haben kann. Ich werde den Peppi in seinem Job unterstützen. Mein Enkel macht nämlich einen Computer. Wie hast du das geschafft? Ha? Aber was hast du vorhin gemeint mit, das ist eh nix? Ist eh nix, heißt es sechs. Peppi, jetzt komm her, jetzt nehmen wir unsere Damen und bringen es nach Hause. Nein, mich nehmt's ja nicht mit. Oh, ich hab noch einen Weg. Du hast jetzt keinen Weg. Du kommst mit uns mit und ich mach euch zu Hause einen heißen Tee. Ich will keinen Tee, ich muss noch hin. Ganz dringend jetzt momentan. Jana, bitte doch nicht. Papa! Jana, bitte, warte noch zwei Minuten, da sind wir ohnehin ich zu Hause. Ich muss doch nicht Lulu, ich muss. Sie muss nicht Lulu. Jetzt soll sie hingehen, wo sie will zum Teufel. Jetzt komm mal. Siehst du, Bub, jetzt siehst du mal, wie die Frau. Da bin ich und da wäre ich. Wie geht's Geschäfts? Na, haben sie halt endlich gezahlt? Ernst, werden sie nicht frech da. Ja, sonst lernen sie mich kennen. So was lasse ich mir von einer Aushilfskraft nicht sagen. Dann werde ich es ihnen schreiben. Na, danke. Ernst, Johanna, wie schaut denn sie aus? Eh so wie immer. Nase da, Ohren da, Mund da, sonst könnte ich ja nicht reden. Und wo kommen Sie daher, dass Sie so angesoffen sind? Von der Wallfahrt. Oh, dann müsst ihr vorher aber die Hoste ein bisschen zu lang im Wein getunkt haben, oder? Na ja, oft nicht. Die Leute freuen mich, sind sie wieder da. Nein, dieser Zustand ist erst beim Zurückfahren über uns alle gekommen. Was, über alle? Ja, über den Pater auch. Es war nämlich so, wir sind gegen Mittag weg und dann haben wir irgendwo eine kleine Rast gemacht und eine Bredeljause gegessen. Und was hast du dazu getrunken? Apfelmus. Ich weiß nur, Apfelmus geht immer der Wein. Der Mus geht schön. Und war da nicht ein bisschen Wein auch dabei? Nicht so Apfelmus, aber weil das ist wurscht. Vielleicht war es auch irgendein anderes Obst. Ich könnte morgen gleich wieder Wallfahrten gehen. Na, aber jetzt bin ich da und möchte aushelfen. Ich ja, will ja, ein bisschen arbeiten. Ich kann es gar nicht. Nein, jetzt fahren Sie nach Hause. Nein, ich muss doch schon Morgen. Morgen ist zu spät. Morgen ist viel zu spät.